Desert may bloom heißt eigentlich, die Wüste möge blühen, und für uns ist es wichtig, halt, dass es eine positive Message beinhaltet, im Sinne von, dass es halt das, was man im Leben kriegt, ist eine Sache, und was man daraus macht, ist dann eine andere Sache. Play all over, I would say, the rock spectrum. So we play a lot of psychedelic, but we also like to play some pop. We also play just some more alternative stuff. Live-Spielen ist ganz wichtig für uns, und also ich bin ja eigentlich während Corona dazugekommen. Unsere ersten Meetings waren online, und wir haben uns über das Internet quasi kommuniziert und dann geschaut, dass wir zusammenfinden, und sobald es möglich war, gemeinsam zu proben, haben wir dann gemeinsam uns zusammengerappelt und haben jetzt in kürzester Zeit ziemlich viel erarbeitet. Und ja, jetzt schon langsam gingen die Live-Konzerte wieder los, und für uns ist das natürlich das Wichtigste, dass wir gut und authentisch abliefern. Ich finde, ein bisschen ist bei uns das Songschreiben wie ein Haus bauen. So meistens ist da mal so der Architekt, der am Anfang mit dem Plan kommt, und dann gibt halt jeder irgendwie seine Fähigkeiten, die er hat, dazu, dass es dann schön weiter gebaut wird. Inside, there's this feeling when something's not right. Oh, as the lions roar, don't forget there's something. Was mir so gefällt, ist, wir haben alle das gleiche Ziel, aber jeder von uns geht ein bisschen einen anderen Weg, oder jeder von uns kommt von einer anderen Richtung, und somit kommen fünf komplett verschiedene Köpfe zusammen, die aber irgendwo doch gleich ticken. Ja, und somit passiert dann das, was wir halt wir so haben. Ja, man, dann muss es halt Spaß machen. Ich glaube, das ist brutal wichtig, weil wenn man auf ein Konzert geht und die Band hat keinen Spaß auf der Bühne oder
ist sich nicht ganz sicher, dann schwappt es nie über auf die Zuschauer. Und ich glaube, am Ende vom Tag ist halt für einen Zuschauer einfach die ganze Experience viel besser, wenn er ein bisschen mitgerissen wird von dem. Und wir müssen halt das auf der Bühne machen, was uns Spaß macht. Ja, genau. Das macht echt Spaß. Ja, das macht wirklich Spaß. Schön, ja. Und ich finde, das ist auch so eine Stärke von diesem, dass wir so ein facettenreichen Spektrum übernehmen, weil es ist fürs Publikum, glaube ich, interessanter, wenn es mal mehr poppig ist, mal psychedelic, als anstatt, dass es quasi ein Genre eineinhalb Stunden lang quasi dasselbe Song auf eine andere Art geschrieben wiederholt wird. Voll, ja. 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 Dankeschön, wir sind also debut.